Wir möchten mehr über dieses Thema wissen. Dafür haben wir Herrn Professor Jürgen Renn zu uns ins Studio eingeladen. Er ist Physiker und Mathematiker und Direktor am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte. Herzlich willkommen, Herr Renn. Wir haben gerade gesehen, Ziel dieser Online-Kurse ist es, dass sie wirklich überall ankommen, weltweit angeboten werden. Gilt das für alle Kurse? Bieten sich alle Themen dafür an? Die Kurse werden in der Tat weltweit angeboten und das ist eine fantastische Möglichkeit, Bildung, Wissen auch dort erreichbar zu machen, wo etwa lokal keine Universität ist. Also es ist eine fantastische Bereicherung zum einen. Und gerade das Projekt Leuphana an der Universität Lüneburg macht es auf eine sehr schöne und interessante Weise. Ich glaube auch interessanter als viele andere dieser Kurse, weil viele dieser Kurse setzen doch eher auf Modethemen. Sie sind eine Strategie, die Universitäten, die solche Kurse produzieren, auch bekannt zu machen. Und was oft nicht in gleichem Maße angeboten wird, das ist die Wechselwirkung, die Interaktion mit den Studenten. Denn das Netz, das dieses erst möglich macht, ist ja zugleich eine Möglichkeit, in viel stärkere Wechselwirkung mit den Studenten zu treffen. Aber gilt das insbesondere zum Beispiel in diesem Fall für dieses Fach Architektur oder würde es genauso gut für Mathematik und Physik gehen? Also ich glaube, es gilt für alle Fächer, aber das Besondere hier bei dem Thema Städte ist ja nicht nur die architektonische Seite, sondern sind ja auch die Lebensbedingungen in den Städten, die Multikulturalität vieler Städte. Also hier ist wirklich ein interdisziplinäres Thema gegeben, das die Menschen auch anspricht und ihnen Möglichkeiten gibt, das angebotene Wissen mit ihrer eigenen Lebenssituation in Zusammenhang zu bringen. Bildung für alle und weltweit, Sie sind auch ein Verfechter davon, aber inwieweit ist das wirklich realisierbar? Haben mittlerweile alle einen Internetzugang bzw. einen Computer? Nein, es gibt noch immer sowas, was man Digital Divide nennt. Also es gibt sehr ungleiche Zugangsmöglichkeiten auf der Welt. Dennoch glaube ich, ist erstmal wichtig, dass das Wissen überhaupt verfügbar ist, dass das Wissen offen ist. Das wird ja durch diese MOOCs auch angeboten, aber es ist natürlich viel zu eng noch konzentriert auf bestimmte Themen. Bildung muss ja sehr breit sein. Zur Bildung gehört auch eine Vernetzung von Wissensinhalten. Und ich glaube, es ist noch eine Schwäche dieser ganzen MOOC-Bewegung, dass sie sich auf einzelne, dann auch sehr attraktive, ich sag mal sexy Themen konzentriert, statt zu versuchen, das noch weiter in die Breite zu gehen und wirklich auf die Bedürfnisse der Leute weltweit einzugehen. Aber das ist ja nicht das primäre Motiv dafür, sondern das Motiv ist eben oft ein Marketingmotiv. Und warum haben das bisher andere Medien nicht geschafft? Fernsehen, Radio? Das Fernsehen schafft schon vieles, wie wir gerade sehen. Aber die Interaktivität, also die Möglichkeit der Rückmeldung und der Einbeziehung, hier kann ja sozusagen im Internet jeder zum, nicht nur zum Empfänger, sondern eben auch zum Sender werden. Und das ist etwas, glaube ich, ein Potenzial, das man auch in Zukunft viel stärker nutzen kann, als es gegenwärtig geschieht. Also wirklich diese Interaktion zwischen Studenten und Dozenten. Ja, und es kann ja nicht nur elektronisch geschehen. Also ich glaube, es ist auch ganz wichtig, solche Kursangebote zu begleiten mit lokalen Aktivitäten, in denen dann auch wirklich Menschen mal zusammenkommen und über die Dinge reden. Also man sollte es nicht ganz entkoppeln, auch von den wirklichen Institutionen, Erziehungsinstitutionen vor Ort. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Aspekt dabei. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Renn. Bis zum nächsten Mal.